Wie barrierefrei ist der Postplatz? Pflastersteine, soweit das Auge reicht, und keine gute Führungssegmente für blinde Menschen. Wie barrierefrei ist die Altmarktgalerie? Sie ist ebenerdig, sie hat automatische Türöffnung. Was sie nicht hat, ist ein Blindenleitsystem. Das sind Streifen, die auf dem Boden aufgetragen werden und wie so kleine Buckel Menschen mit einem Langstock, die nicht sehen können, die Orientierung ermöglichen. Der Boden in der Altmarktgalerie. Man sieht schön glatter Marmor, aber keine Linien, kein Leitsystem für blinde Menschen. Das ist jetzt eine Station in der Nähe vom Neumarkt. Der Neumarkt wurde in den letzten Jahren und ich möchte fast sagen Jahrzehnten, letzten zwei Jahrzehnten, komplett neu gemacht, wie man sieht, mit Großsteinpflaster. Und es gibt dann einen Weg mit ebenen Steinplatten, mit glatten Steinplatten, die Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigungen geeignet sind. Aber das Problem ist diese schöne Laterne. Jemand, der diesen Weg nutzen möchte im Rollstuhl, kommt hier nicht vorbei, sondern muss auf die Straße wechseln, muss dann das holprige Kopfsteinpflaster nehmen. Ich stehe jetzt hier auf der St. Petersburger Straße. Was Positives bei dem Übergang stehen Bänke. Das Negative an den Bänken ist, dass keine von beiden eine Lehne hat. Und was auch günstig wäre, wenn hier Bäume stünden, die etwas Schatten spenden. Außerdem gibt es mittlerweile Bänke, die es ermöglichen, einen Rollator reinzuschieben, sodass Menschen mit Rollatoren mittendrin sitzen und nicht nur daneben.